Leute, das heutige Video wird wahrscheinlich eins der krassesten Videos aller Zeiten. Denn ich weiß, wie sehr ihr es alle feiert, wenn ich aus dem Barry-Gefängnis ausbreche. Und genau aus diesem Grund werden wir heute nicht ausbrechen. Nein, Spaß beiseite, Freunde, denn wir werden heute einfach mal selbst als Barry spielen und werden selber Spieler einsperren, die versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und ja, vielleicht werden wir auch dem einen oder anderen Spieler ins Gesicht furzen. Aber egal, Freunde, lasst uns anfangen. Aber wartet, bevor wir anfangen, meint ihr, wir kriegen es hin, dass wir auf diesem Video 20.000 Likes schaffen? Ich meine, so viele Likes hatten wir gefühlt noch nie, deshalb lasst es uns mal probieren. Lasst jetzt alle gerne ein Like da für dieses geisteskranke Video, denn ich habe auch ein kleines Gewinnspiel für euch, wo ihr einige Robux gewinnen könnt, deshalb schaut euch das Video bis zu Ende an. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! Okay, Freunde, here we go. Ihr seht im Hintergrund mein Roblox. Und ihr seht auch, ich befinde mich gerade noch in der ganz normalen Barry Prison Spielauswahl. Denn ich möchte euch ja auch zeigen, wie ihr selber Barry komplett kostenlos spielen könnt. Und bevor irgendwelche Fragen aufkommen, welches Spiel ich spiele, weil es gibt ja irgendwie tausende Barry-Modis. Es ist der ganz normale, originale Barry-Gefängnis-Rennen-Erste-Person-Obby-Modus. Ich würde sagen, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir drücken auf Spielen und gehen rein ins Spiel, Freunde. So, da wären wir, Freunde. Im Spiel sind wir angekommen und da ist mein bester Freund Barry. Bisher hat er aber noch nicht gefurzt. Aber ja, den Shop werden wir ja heute auch übernehmen. Jedenfalls drücken wir jetzt mal auf Spiel. Und ich glaube, dafür verwenden wir heute auch mal den harten Modus. Das könnte, glaube ich, extra viel Spaß machen. Und jetzt beginnt das Spiel auch schon. Und da sind wir erstmal im normalen Barry-Modus. Da ist Barry. Er läuft da, kratzt sich am Po und furzt. Also das, was er eigentlich immer macht. Aber okay, ihr fragt euch jetzt, ja, Lumex, du bist in der Zelle. Du bist nicht Barry. Ja, Freunde, das Ganze werden wir jetzt Schritt für Schritt machen. Aber ich denke, die ein oder andere von euch haben es schon mitbekommen, wenn ihr selber schon mal Barry gespielt habt. Und zwar habt ihr ja links einmal den Einkaufswagen, wo man sich ganz normal die Items kaufen kann, wo ich auch einige von habe. Aber nein, darunter, unter dem Einkaufswagen, befindet sich noch ein weiteres Symbol. Und zwar haben wir da irgendwie so ein Barry-Gesicht. Und wenn wir da einmal draufdrücken, seht ihr schon, bekommen wir hier eine Anzeige, wo ganz oben steht Become a Guard. Also wir können jetzt hier quasi so ein Bundle kaufen, wo wir uns selber in Barry verwandeln können. Jetzt kommt nur der kleine Haken. Ihr seht, das Ganze muss man sich kaufen und das kostet einfach mal 500 Robux. Und jetzt, meine Freunde, kommt das Gewinnspiel zum Einsatz. Denn ich habe mir überlegt, damit ihr auch das Ganze testen könnt und ihr nicht extra dafür Geld ausgeben müsst, werde ich 10-mal eine 10-Euro Roblox-Gutscheinkarte an euch verlosen. Das Ganze, was ihr dafür machen müsst, ist, seid einfach Abonnent des Kanals, lasst gerne ein Like da und folgt mir einfach auf Insta, seht ihr hier mal ganz kurz eingeblendet, lumex.official oder auch einfach erster Link in der Beschreibung. Folgt mir da einfach auf Instagram und schreibt mir da einfach eine Nachricht, dass ihr, ja, gewinnen wollt und warum ausgerechnet ihr gewinnen wollt. Keine Ahnung, schreibt mir einfach irgendwas, damit ich weiß, dass ihr vom Gewinnspiel kommt. Und dann werde ich zufälligerweise 10 Leute von euch auslosen, denen ich dann eine 10-Euro Guthabenkarte zuschicke. Also, so viel zum Gewinnspiel. Ich würde sagen, das Ganze wird in einer Woche aufgelöst. Also nächsten Sonntag. Und ich glaube, jetzt habe ich genug zum Gewinnspiel gesagt. Ihr wollt jetzt wissen, wie das Ganze funktioniert. Wir drücken jetzt einmal hier auf Kaufen. Das Ganze kostet einfach, wie gesagt, 500 Robux. Und jetzt steht da, du hast VIP-Pass gekauft. Also, wir haben jetzt quasi irgendwie so Zugriff auf so einen VIP-Raum. Wir schauen jetzt mal. Und jetzt seht ihr schon, haben wir auf einmal auch andere Kleidung bekommen. Jetzt bin ich einfach Officer Lumex. Und ihr seht auch, die Location hat sich ein bisschen geändert. Denn wir befinden uns jetzt hier einfach im Barry VIP-Raum. Wo ihr schon seht, wir haben hier die Guardhalle, wo wir einfach mal Barry haben. Wir haben Cranny, Mr. Funny. Da weiß ich den Namen gerade gar nicht. Walla Krise. Dann haben wir auf jeden Fall noch Siren Cop. Da haben wir auch schon einen Ausbruch gemacht. Und der böse Pizzamann, da haben wir auch schon einen Ausbruch gemacht. So, ansonsten, hier draußen ist die Ausgangshalle. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen. Also ich kann hier zum Beispiel Super aktivieren. Dann können wir einfach mal richtig hoch springen. Also ihr habt hier quasi wie so kleine Hacks einfach, die ihr aktivieren könnt. Oder Super Speed. Dann sind wir einfach mal unnormal schnell. Alter! Ich deaktiviere das Ganze mal wieder, weil ansonsten speeden wir hier die ganze Zeit rum. Ja, ich denke, das ist eigentlich alles schon mal ganz selbst erklärt. Aber jetzt lasst uns nicht lang um den heißen Brei reden. Wir verwandeln uns jetzt in Barry. Lasst nochmal ein Like da. Wir machen die Verwandlung in 3,
Karte. Barry, Freunde, da sind wir. Here we go. Digga, es macht so Spaß, weil das Barry-Gefängnis ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele und ich liebe diesen Polizisten einfach und jetzt spielen wir ihn einfach selber. Wir haben auch jetzt richtig viele krasse, Knöpfe, die wir hier drücken können. Wir können zum Beispiel jetzt hier einmal auf den Fangknopf drücken. Ansonsten können wir natürlich das Beste vom Besten machen. Und zwar können wir Barry furzen lassen. 3, 2, 1. Wie geil. Ich habe Barry einfach furzen lassen. Ich glaub's nicht. Ansonsten können wir auch noch ganz normal unsere Superkräfte benutzen. Zum Beispiel haben wir hier den Gottblaster. Damit können wir Spieler ganz normal einfach killen. Ansonsten seht ihr noch oben die verschiedenen Knöpfe. Zellen, Badezimmer, Dungeon, Telefon, Hof und Wüste. Das sind Knöpfe, mit denen wir uns einfach super easy zu allen Räumen teleportieren können. Übrigens, zu den normalen Zellen kommen wir einmal hier entlang. Da seht ihr, wir sind jetzt einfach hier in der normalen Zelle. Da, wo jetzt gleich eventuell auch die ein oder anderen Spieler kommen. Ihr seht, wir stehen jetzt einmal hier vor der Zelle. Da sind die ersten Spieler gerade gespawnt. Die gucken mich schon an. Ich würde sagen, wir furzen einfach mal. Ey, es macht so Spaß. Wir hoffen mal, dass jetzt gleich die ersten Spieler kommen, die wir hier fangen können. Weil ich meine, ich bin Barry. Und meine Aufgabe ist es heute, Leute, die hier ausbrechen wollen, einzusperren. Also, wir laufen einfach mal jetzt hier ein paar Runden, bis die ein oder anderen Spieler kommen. Oh, Freunde, es ist soweit. Der erste Spieler ist da. Die ersten zwei Spieler sogar. Okay, wir tun mal so, als würden wir schlafen. Ich meine, Barry schläft ja gern. Der Epic-Angriff! Oh, Leute, wir haben den ersten Spieler gefangen. Weg mit dir, zack! So einfach geht's, Leute. Ihr seht jetzt einmal rechts, bei der Fängt-Anzahl steht jetzt 1. Wir haben den ersten Spieler quasi gefangen. So einfach geht's. Also, so funktioniert das Ganze. Und er ist jetzt einfach wieder in der Zelle und muss das Ganze nochmal von vorn machen. Ansonsten, die zweite Spielerin hat's geschafft. Die ist da oben, die wartet da gerade. Ich würde sagen, die furzen wir einfach mal an. Hier, nimm das! Ich weiß jetzt gar nicht, können wir als Barry den Chatpack benutzen? Was? Wir können den Chatpack benutzen! Ich hab sie gefangen! Let's go! Ich glaub's nicht. Schaut euch das an. Rechts fängt 2. Wir haben jetzt schon 2 Spieler gefangen. Die dachte einfach, die ist da sicher. Normalerweise ist man da oben ja auch sicher, aber nicht, wenn Barry den Chatpack hat. Darauf erstmal einen Furz. Okay, warte, hier ist noch einer, den würde ich sagen, den blasen wir einmal weg. Bam! Ja, so geht's auf. Okay, ich habe mich jetzt erstmal wieder zu unserer VIP-Halle teleportiert. Da ist wieder mein normaler Skin. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt mal zu einem anderen Charakter. Zum Beispiel zu dem Kollegen Siren Cop. Ihr seht es, das ist ja auch ein richtig krasser Polizist, der auch relativ gruselig war im Vergleich zu Barry. Ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt einmal in den Siren Cop in 3, 2, 1. Und zack, Freunde, da sind wir. Da ist unser Siren Cop. Ihr seht es, wir haben uns jetzt in Siren Cop verwandelt. Mit ihm können wir jetzt auch rumlaufen. Auf der ganzen Mann Barry Map hier natürlich. Und ich meine, wir gehen jetzt mal nicht in die normalen Zellen. Wir können nämlich auf der ganzen Karte Leute fangen. Deshalb würde ich sagen, teleportieren wir uns jetzt zum Beispiel mal zum Badezimmer. So, jetzt seht ihr, sind wir einfach mal hier im Badezimmer angekommen. By the way, das hier ist ein geheimer Secret-Raum, wo man gar nicht so leicht hinkommt. Hier kommt man nämlich nur als Wärter hin. Wenn man jetzt einmal hier rausgeht, seht ihr, kommen wir nämlich einmal hier raus und dann sind wir hier quasi auf dem Klo. Normalerweise kommt man ja hier oben aus dem Schacht und ein normaler Spieler kommt gar nicht hier rein. Da sind wir jetzt nämlich gerade rausgekommen und ich würde sagen, wir verkämmen uns jetzt einfach mal hier auf dem Klo und warten mal, bis der nächste Spieler kommt, den wir dann einfach mal fangen, würde ich sagen. 6,5 Stunden später. Oh, da ist der Erste. Da ist der Erste, Freunde. Der Erste kommt. Okay, noch hat er mich nicht gesehen. Überraschung! Ha, weg mit dir! Wir haben den nächsten Spieler gefangen. Let's go! Wir haben einfach mit Siren Cop auf der Toilette gecampt. Und schaut mal, wir sind sogar aktuell Top-Spieler. Da ist einfach mein Skin am Dancen. Ihr seht, wir haben nämlich heute schon 4 Leute gefangen. Das ist einfach der Rekord bis heute. Das heißt, aktuell ist Relumex23 hier der beste Roblox-Spieler im Barry-Modus. Aber okay, da bin ich wieder mit meinem normalen Skin. Denn ich würde sagen, wir müssen jetzt nochmal einen richtig coolen Skin ausrüsten. Und zwar Mr. Funny. So, da sind wir mit Mr. Funny. Und das ist ja auch ein übertrieben gruseliger Skin. Beziehungsweise ein sehr gruseliges Monster aus dem Funny Toy Shop. Da sind wir ja auch schon entkommen. Ansonsten, ihr seht, der hat wieder einen Soundeffekt. Und zwar hat er einfach so eine richtig böse Lache. Hört mal.
Digga, oh mein Gott. Ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt mal zum Dungeon, ne? Das ist einfach hier, wo diese Kugel immer gerollt kommt. Hier bin ich immer richtig oft gestorben am Anfang. Ich würde sagen, hier campen wir jetzt einfach mal auch die ein oder anderen Spieler ab. Schaut mal, da ist der Erste. Einmal herkommen, Kollege. Weg mit dir. Gefangen habe ich dich. Haha. Der nächste Spieler wurde gefangen. Und direkt zurück zum Dungeon, Freunde. Wir haben jetzt schon 5 Leute insgesamt gefangen. Wer ist der Nächste? Da ist er. Komm, wir fangen ihn. Wir fangen ihn. Komm her, der Nächste. Haha. Ich glaube, wir müssen den Dungeon jetzt erstmal kurz in Ruhe lassen. Sonst rasten Leute da gleich noch aus, wenn ich die so oft fange. Wir können uns mal noch zur Wüste teleportieren. Schaut mal, das ist halt richtig ehrenlos, weil ihr seht, das ist ja quasi ganz am Ende. Und wenn man hier jemanden wegfängt und der alles von vorn machen muss, dann ist das schon echt ehrenlos. Aber ich glaube, hier dauert es sowieso mal ein bisschen länger, ehe jemand kommt, weil das halt einfach ganz am Ende ist. Deswegen würde ich sagen, wir teleportieren uns mal zurück zu unserem VIP-Room. Denn wir müssen jetzt noch einmal die Crumpy-Oma ausprobieren. Ich glaube, die kennt ihr ja auch. Das ist doch einfach so übertrieben lustig. Schaut euch das mal an. Was ist das denn, Bro? Ich meine, schaut mal, wir sind einfach gerade die Oma und können hier so mit unserem... Was ist das eigentlich? Mit unserem Gehstock rumlaufen? Die hat auch irgendeinen Soundeffekt. Wir schauen mal. Schaut mal, die schreit einfach so. Damit würde ich sagen, gehen wir einmal auf den Hof. Und schaut mal, da ist gerade auch ein Spieler gewesen. Der will jetzt gerade von oben diese Platten runterholen. Wir überraschen ihn jetzt gleich mal. Wartet, er kommt runter. Wir machen einen Soundeffekt. Oh, er wartet oben. Er traut sich nicht. Aber wir schlafen. Wir tun so, als würden wir schlafen. Überraschung. Und da haben wir ihn eingefangen. Let's go. Und damit haben wir den 7. Spieler mittlerweile einfach eingefangen. Wie geil. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal Barry. Jetzt zum Abschluss. Und jetzt müssen wir noch einmal zu den Telefonzellen. Die müssten nämlich hier sein. Denn da haben wir auch wieder einen geheimen Extra-Eingang. Und zwar kommen wir hier durch. Und jetzt können wir hier auch wieder die ein oder anderen Spieler wegfangen. Man kommt dann quasi von hier unten nach oben, ne? Ich würde sagen, wir warten jetzt hier einfach mal, pupsen ein bisschen. Und hoffen mal, dass vielleicht gleich der ein oder andere Spieler hier vorbeikommt, den wir eventuell noch einsperren können. Oh, es ist soweit. Der erste Spieler kommt. Da unten, seht ihr ihn? Oh mein Gott. Wir werden ihn so erschrecken. Wir warten nämlich hier oben. Und sobald er hochkommt, stehen wir hier einfach. Wir furzen und gefurzt und eingefangen. Let's go. Oh Mann, die Arme. Und damit haben wir den 8. Spieler als Barry einfach eingefangen. Darauf nochmal einen dicken Furz, würde ich sagen. Ja, Leute. Digga, guckt euch das an. Einfach Top-Spieler. Reloomax 23 mit 8 gefangenen Leuten. Das ist geisteskrank. Es hat so Spaß gemacht, hier als Barry zu spielen. Ich sag's euch. So, aber ich würde sagen, wir testen jetzt mal was, Freunde. Und zwar aktivieren wir jetzt hier nochmal alle Superfähigkeiten. Digga, oh mein Gott. Und was ist das? Boom Sky. Oha! Warte mal, was? Man hat hier quasi wie so ein eigenes Admin-Menü nochmal. Schaut mal. Wir haben die Welt jetzt einfach irgendwie so rot gemacht. Und wir können uns jetzt hier, glaube ich, die komplette Barry-Karte anschauen. Was? Ich befinde mich hier gerade einfach außerhalb der Barry-Map. Mein Roblox-Charakter einfach hier außerhalb der kompletten Barry-Karte. Also ihr seht, man kann sich nicht nur in Barry selber verwandeln, sondern man hat quasi ein komplettes Admin-Tool und kann hier quasi die komplette Lobby sich einfach anschauen von außen. Warte, was? Guckt mal da oben zum Beispiel. Hier ist dieser Laser-Tunnel nach oben. Seht ihr hier diesen Laser außenrum? Digga, wie geil ist das denn gemacht? Alter! Wir können uns hier wirklich einfach alles anschauen. Das ist richtig cool gemacht. Das wollte ich nämlich zum Abschluss noch machen, weil ich konnte mir schon denken, dass es hier noch irgendwie so ein nices Feature gibt. Also hätten wir das auch geklärt. Vor allem auch, wie der Himmel jetzt aussieht, ne? Okay, ich guck mal, ob wir den Himmel wieder ändern können. Ja, au, jetzt sind wir wieder dunkel, okay. Aber was mir gerade einfällt, Freunde, wir haben ja ein Jetpack. Meint ihr, wir können da hochfliegen? Wartet mal, ich aktiviere den Jetpack. Und jetzt fliegen wir einfach mit dem Jetpack nach oben. Dann schauen wir uns einfach jetzt hier die Barry-Map von oben nochmal an. Vielleicht gibt es hier nochmal irgendwie so ein geheimes Feature oder irgendwas. Oder irgendwie noch so einen geheimen Ort oder irgendwas. Ah, warte mal. Ah, hier oben ist dann der Endboss-Kampf. Ah, okay. Und hier oben ist dann quasi das Ende. Da fährt man dann quasi mit dem Auto entlang. Ah, okay, ich verstehe. Ja, und hier oben ist dann der Helikopter, Leute. Guckt euch das an. Here we go. Und da kann man dann quasi rein. Und dann seht ihr, fliegt der Helikopter.
normalerweise los. Schaut mal, der Helikopter fliegt los. Keine Ahnung, wo der jetzt hinfliegt. Ah, okay, wir landen dann wieder automatisch hier in unserem VIP-Room. Okay, ich würde damit jetzt auch sagen, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das heutige Barry-Video gefallen auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht, hier die ein oder anderen Spieler heute hier wegzufangen. Lasst gerne nochmal ein Like und ein Abo zum Ende da. Und ich würde sagen, den fangen wir nochmal. Weg mit dir! Bam! Ja, ich würde sagen, damit Ende das Video. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.